Ja, Gabi, du sagst da wirklich was Wichtiges. Das System der Elber ist wirklich ziemlich genial, das muss ich auch wirklich so sagen. Mir ist diese Kalimba unglaublich ans Herz gewachsen, weil ich die, erstmal passt sie in jede Tasche, das ist sehr, sehr schön. Man kann sie auf die kleinste Reise, in die kleinste Reisetasche irgendwie so einzwängen. Und ein ganz großer Vorteil der Elber Kalimba ist halt wirklich, sie ist einfach und funktional. Und man kann einfach auch rasend schnelle Sachen darauf spielen, genauso wie super gefühlvolle Sachen. Und wenn man noch ein Stimmeisen und einen Hammer dabei hat, dann kann man sie wirklich innerhalb von wenigen Sekunden und bestenfalls Minuten wirklich auf eine komplett andere tonale Ebene bringen. Und wenn man zwei oder drei davon hat, dann kann man auch mehr als fünf oder sechs verschiedene Akkorde erzeugen. Und dann wird es eigentlich richtig spannend, dann wird es ein richtiges Musik. Gut, so, meine Lieben. Wir spielen jetzt noch einmal ein Stück von vorne bis hinten, den Lazy Weg vor uns. Und ihr spielt einfach mit, was ihr könnt. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Und was ihr nicht könnt, das lasst ihr einfach aus und versucht später wieder einzusteigen. Los geht's. Und jetzt. Sorry. Thank you.
Ja, ich würde sagen, wir sind durch, was den heutigen Tag betrifft. Und wenn ich das so richtig sehe, habe ich auch, glaube ich, das Gefühl, dass viele von euch auch nicht mehr so richtig wissen, wo oben und unten und rechts und links ist. Und vor allem auch, was die zwei ist.